und herzlich willkommen zu diesem merkwürdigen Spiel. Es nennt sich Morphe's Law. Darauf haben ich und der Shani uns super gefreut. Wir haben den Spiel dazu gesehen und gesehen, dass das einfach nur ein richtig beknacktes Spiel ist. Ja. Wir haben hier noch nichts zu gespielt. Tutorial haben wir nicht angefasst. Aber wir haben rausgefunden, wir können das nicht an einer Konsole zusammen spielen. Da haben wir gerade eine halbe Stunde rumprobiert. Mhm. Wir werden abwechselnd eine Runde gegen den Computer spielen. Gucken, wer da besser hinkriegt, und der besser hinkriegt, sagen wir mal, hat gewonnen. Wir haben wirklich null Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Wir machen eine Deppenrunde hier. Dann stell doch mehr Morphe sein, KI Morphe's. Nein. Ich will nur gegen einen kommen. Weiß ja schon, wenn einer uns fertig macht. Ich würde sagen, ich fange dann mal an. Ja. Das Spiel wird sich von selbst erklären. Wir sollten nicht in die Fallen hüpfen. Das Spiel kostet 20 Euro im eShop für die, die es sich im Nachhinein dann auch kaufen wollen. 3, 2, 1. Morphe! Bewegungssteuerung. Fuck. Ich werde das auch machen mit meiner Butchen! Hui! Was machst du denn mit Breakdance? Kaputzen! Das scheint mein Jackpack zu sein, dass ich furze. Wo bist du? Hallo! Wieder hoch? Nein! Warte mal! Ich will das Ding nochmal nutzen. Hui! Was machst du mit deinen Beinen? Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Ich komme jedenfalls, glaube ich, nicht mehr raus. Ich lasse meinen Arsch aufladen. So, und jetzt meine rechterkuläre Power. Du bist nicht Wunderarsch. Toll! Da bin ich Wunderarsch. Wo ist dieser? Komm. Nein, Falle, Falle, Falle. Ja. Stein, 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 Stein. Da, hier. Hab ihn gefunden. Er ist tot! Er ist tot! Ich gehe da rein! Nachos! Ich will ein paar Nachos! Gib mir meine Nachos! Du kriegst keine Nachos! Der stört dich dabei! Hab ich auch keine. Das ist eine Deppenrunde! Er hat eine andere Knarre als ich, sehe ich gerade! Echt? Kann ich auch rennen? Steht da. Mann, hast du große Beine. Guck dir mal meinen Kopf an. Ich weiß. Wow, habe ich einen Minischädel. Das ist das lustige Morphe's. Jeden Teil, den Körper, den ihr trifft, der wächst dann bei euch. Das sieht so lächerlich aus. Der getroffen wird. Das sieht so lächerlich aus, wenn du die Füße benutzt. Ah! Ja, aber jetzt überrascht. Guck dir die Beine an. Von dem Typen die Beine im Verhältnis zum Körper. Das passt überhaupt nicht. Wow! Diese Hand. Und das Schöne ist, die Beine wachsen weiter. Die wachsen auch. Echt? Die wachsen auch. Je nachdem, wie gut du triffst, werde dieses Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen öfter spielen. Ja. Ich bin ein Winzling. Nein, nun deine Hand und dein Kopf sind winzig, der Rest geht. Wo ist der Spacko? Da, wo Russell, du nicht bist. Wo bist du da? Was das falsch angenommen. Ich sage es gut. Ich glaube auch. Wie hat das unterdehnt? Was ist denn toll? Was ist das? Im Schild. Nein, Russell. Hat mich eliminiert. Das sieht so lächerlich aus. Was soll ich denn sagen mit meinem Winzkopf? Also klar, Headshot gehen wird ein bisschen schwer. Jawohl. Hast du was gesagt? Aber da sind deine Beine wieder geschrumpft. Nein, 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 nein.
Ich hatte es gerade eben noch so vorbeigehen gesehen. Da ist so ein ich wollte gerade noch was sagen, aber. Russell! Der hat das eigentlich gewonnen. Hm. Ich glaube, der da. Und meiner ist der blaue. Hm. Komm, hau ihn auf die Nase. Ja. Oh, ich kann nicht mal rennen. Nein. Hab ich doch auch versucht. Auf, du musst auf den Fackel ziehen. Guck, dass er zu dir hinrennt. Nee, der ist schlau genug, da nicht reinzugehen. Ja, du musst schon auf den schießen. Was war denn zurück? Oh, er ist doch reingerannt. Mhm. Mach dich fertig. Kein Teil seiner Waffe zu sein. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Wir haben nur die Standard. Schade. Ich will die ganze Zeit sprinten. Ja, klappt nicht. Ja, die Dinger darfst du offenbar nicht berühren. Wenn keiner sie öffnet, dann aufgibt. Hi. Kennen wir ja ein. Ah. Das war die ganze Zeit mit L2. Ich bin der lange Arm des Gesetzes. Oder? Sind sie nicht im Recht? Du hast aber die Linke. Da sieht man es, wer sich zu stark eingewählt hat. Jo, ich glaube auch. Gleich hast du hier so einen Mega-Monster-Arm, ey. Den Mega-Monster-Penis. Aber den habe ich ja schon. Ja. Wenn wir so den Typen ansehen... Wir wollen mal anständig sein. Ich muss die die Mutmäßigkeit. Wenn wir den schmieden, dann muss ich jetzt rausschneiden. Danke dir. Bitte sehr. Kannst du irgendwie mein Leben wieder auffüllen? Ich glaube nicht. Weißt du, was ich vorhab? Ich hab eine Ahnung. Paula, sag bei der Arbeit. Wo ist er? Jetzt bewege ich dich. Komm her! Ah, da kommt er. Die Zuschauer schnarchen. Tschüss! Man sieht dich! So kann man es auch machen! Ich hab dich doch nicht gekillt! Ich weiß nicht, ob ich dann mal reinkriegen. Das würde ich mich doch lieber selbst. Ja, aber ist eine beschissenartige Art und Weise, das zu regeln. Ja, verdammt! Ich denke mal, dafür muss ein bisschen kleiner sein. Ja, ich bin zu groß. Ich rüber. Da schießt schon einer drauf. Der ist nicht das Rote. Ja gut, schon, aber nicht das Rote da. Ich würde mal sagen, er kommt von links. Und da meinst du? Weil du das Buch ja nicht. Man ich lag sogar richtig. Mein Karre ist nicht geflogen. Ja, weil du keinen Treibstoff hast. Ich hatte doch. Also ich hatte meine Deppenrunde gewonnen. Mein Karre das nicht binden kann. Dann würde sich zum Laster wechseln. Er kommt von da. Wieso ist auf einmal wieder rechts? Na, die Runde habe ich verloren. Hilfe! Also da haben wir gesehen, die Deckenrunde geht am Licht. Die habe ich gewonnen. Das war auch schon unser Video zu Morphe's Law, zumindest der erste. Das erste Video. Wir nehmen noch zwei Videos jetzt hier im Anschluss auf.
Die nächste Runde machen wir mit mehr KIs. Und danach machen wir sogar eine Online-Runde. Ja, ich weiß aber nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Machen wir mit Bewegungssteuerung. Glaub mir, ist schöner. So, wir verabschieden uns hier. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.